Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung aus dem Schwarzwald. Frisch aus dem Schwarzwald, aus dem Hexenhaus Hexenstüble, genau. Ja, wir sind immer noch am Spielen, das heißt alles, was ihr so gerade an Hintergrundgeräuschen hört, das sind unsere Mitspieler. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht auch nochmal vor die Kamera begeben wollen, aber Robin randaliert. Und sucht Würfel. Randale. Ja gut, Würfel brauchen wir für meine Spiele. Gespielt wird gerade zum Beispiel hinter der Kamera ein Fest für Odin und Dragoran. Zwei Spiele, die unterschiedlicher nicht sein können. Ja, vom seichten Familienspiel zum schweren Rosenberg. Genau. Gar nicht mal einer der wenigen Rosenbergs. Nee, wir haben eine ziemlich gute Sammlung dabei, ne? So gefühlt das einmal das halbe Rosenbergsche Portfolio. Ja. Bis auf Bonanza müsste alles dabei sein. Also gefühlt. Ja, Cottage Garden ist noch zu Hause geblieben. Cottage Garden ist zu Hause geblieben, aber Indian Summer durfte er mitkommen. Ja, ja, aber ich würde sagen, wir fangen an, womit wir, ja, was wir heute gespielt haben. Ich habe damit angefangen, womit ich gestern aufgehört habe. Ist klasse, wenn man nur Outtakes aus den Gesprächen nebenan mitbekommt. Los ging es heute Morgen mit Mercado und ich muss sagen, von Partie zu Partie finde ich das Spiel tatsächlich besser. Also gestern fand ich es noch ein bisschen willkürlich in manchen Szenen oder in manchen Situationen im Spiel. Jetzt finde ich es doch schon ein bisschen eingängiger und man kann doch schon ein bisschen was taktieren. Wenn man auch auf gewisse Wahrscheinlichkeiten Rücksicht nimmt. Nach dem Motto, es macht keinen Sinn, das hinzulegen, wenn ich sowieso nichts mehr von der Farbe kriege. So unter diesem Mindset kann man da doch das ein oder andere rauskitzeln aus dem Spiel. Und ich denke, das wird auch noch das ein oder andere Mal auf dem Tisch landen. Eine runde Sache, aber halt Familienspiel. Ja. Danach haben wir gesagt, wir brauchen noch was Kurzes. Und ich glaube, du hast heute auch bestimmt dreimal gespielt. Da liegt bestimmt so ein kleines Kartenspiel zu deiner Rechten. Oh ja, ja, ja. Haben wir gestern schon mehrfach gespielt, heute immer wieder in sämtlichen Pausen. Skyo. 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 Oder wir hatten dann noch ein paar weitere Varianten. das haben wir jetzt schon x-mal gespielt, so gefühlt. Immer wieder landet es auf dem Tisch. Schönes kleines Spiel für zwischendurch. Genau, einmal haben die Eier zwischendurch gekocht. Ja, genau. Und dann aufstehen, losdüsen. Genau. Sie ums Essen kümmern. Ja, wir sind auch ein bisschen früher dran. Nicht wie im letzten Video, mitten in der Nacht. Wir sind noch vor der Zeitumstellung. Wir sind noch vor der Zeitumstellung, ganz genau. Weil wir wollen die Zeitumstellung live erleben und vielleicht sogar noch gespielt. Vielleicht sogar noch rausgucken. Vielleicht wollen wir mal angucken, wie die Sterne sich bei der Zeitumstellung verhalten. Ja, du meinst, sie springen einfach mal kurz ein paar Meter weiter. Okay. Weil das Sternbild im tiefen Schwarzwald kann ich euch nur empfehlen. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Es ist apropos Natur und Schwarzwald. Oh. Ich wette, irgendwo hier gibt es bestimmt noch Biber. Ja. Und wir haben es gestern schon auf dem Tisch gehabt. Heute hatten wir es wieder zwischendurch auf dem Tisch. Schönes kleines Spiel für zwischendurch. Damit. Aber es gibt einen Kritikpunkt. Warum nennt man um Gottes Willen einen Biber Heinz? Der arme Biber. Warum? Der arme Biber. Der wurde bestimmt in der Biberschule gemobbt. Ein Biber muss ganz einfach Benny heißen. Ja, Benny the Beaver, das klingt viel besser. Und ich bin gerade am Überlegen, doch, während ihr das Spiel gespielt habt zu deiner Rechten unten, jawohl, haben wir was Besonderes ausprobiert. Ihr wisst ja, ich habe da mein Seif-Tagebuch, aber dazu gleich mehr. Erstmal Georg zu, ja. Wir haben etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich wir haben Concordia gespielt. Aber nein, nicht in der Basisvariante, sondern in der Variante Salza Algreta. Aber Salza, aber ohne die Karten von Salza, sondern mit einer anderen Karte und zusätzlich ohne Salza. Wir haben die Salza-Erweiterung ohne Salza gespielt. Also nur mit diesen. Nur mit den Forumskarten, mit dem Forum, genau. Ganz genau. Und auf der Britannia-Karte. Sehr schönes Spiel, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Irgendwas, wo du jetzt sagst, das ist besonders. In dieser Konstellation gewesen heute, bei Concordia. Also mit die Forumskarten selbst machen das Spiel nochmal ein bisschen anders, verändern das Spiel noch ein wenig. Man kann besser taktieren, man kann anders taktieren.
ich finde, das ist eine runde Sache. Salzer, die Salzer Steine selber mag ich auch. Aber wir haben mit Britannia-Karte gespielt, einfach mit den normalen Teilen. Und ich habe diesmal versucht, mehr über die Häuschen da noch mehr zu gehen. Bin ein bisschen besser dagestanden als sonst. Hat auch ein bisschen funktioniert, aber natürlich erster war ich nicht. Das ist ja klar. Lass mich raten. Ja. Wie immer. So ist es. Unser Grübler sitzt jetzt am Nebentisch und erklärt Odin. Genau. Insider wissen, wer gemeint ist. Ja, und während ihr euch in Concordia gebettelt habt, auf der Greta-Map, ne? Nein, wir hatten Greta-Map versucht anzufangen, aber wir sind an Britannia gegangen. Ah, ihr habt gewechselt? Britannia. Ja, okay, gut. Ist klar, wenn jemand mit griechischen Wurzeln mitspielt, dass dann Greta-Map auf den Tisch kommt. Jawohl. Aber war dann doch nicht so. Und währenddessen haben wir was ganz Neues ausprobiert. Seif zu zweit. Ja, das ist wirklich neu. Zu zweit. Achtung, Spielzeit in... Es wird immer schwerer, habe ich das Gefühl. Mit Kolosse der Lüfte, aber die Luftschiffe waren heute total Wumpe. Muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns nicht dafür interessiert. Die Effekte waren uns einfach zu lasch. Wir haben was Besonderes ausprobiert. Wir haben es zu zweit gespielt. Wir haben die Fraktionsboards gemischt. Wir haben gesagt, wir wollen den Zufall eliminieren bei der Auswahl der Fraktions- und der Playerboards. Wir haben die Fraktionsboards also gemischt, eines rausgezogen, verdeckt und jedem drei gegeben. Dann konnte man eine Fraktion aussuchen. Dann haben wir uns für die Fraktion entschieden. Dann haben wir das gleiche mit den Playerboards gemacht. Das heißt, man konnte sich auswählen, mit welchem Playerboard möchte man spielen. Gespielt haben wir mit Russwirt und mit Saxonia, also Rot-Schwarz. Und es war einfach so, dass mein lieber Mitspieler mit Russwirt einfach mal wieder losgeprescht ist und entwickelt. Ich bleib hier stehen, weil oben habe ich Handeln, unten habe ich entwickelt. Brumm, 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 brumm. Ich dachte mir so, der zieht mich heute sowas von über den Tisch. Keine Chance, der zieht mich einmal quer durch den ganzen Raum. Mhm. Am Ende ging es dann doch ein bisschen anders aus. 118 zu 47. Richtig, 118 zu 47. Wow. Für mich. Also es war dann doch irgendwo, er hat sich zusammengerottet, statt sich zu verbreiten, hätte im Prinzip noch einen Move gebraucht, dann hätte er auch ordentlich Punkte gehabt. Aber auch was sehr selten ist bei Zeit, ich war in der Ansehensleiste oben am Anschlag, bei 18 Ansehenspunkten. Okay. Kommt ja eh schon selten vor. Und also die Zwei-Spieler-Partie ist schon ein bisschen broken. Man muss echt die ganze Zeit aufpassen, dass man nicht irgendwo einen minimalen Fehler macht, der Auswirkungen hat auf das ganze Spiel. Es ist wirklich ein durchgeplante von der ersten bis zur letzten Sekunde. Also war schön. Was eigentlich Leute wie ich, die das seltener gespielt haben, schon länger empfinden, dass es so ist. Also man das tiefer planen muss. Ja, das fällt halt dann in der Zwei-Spieler-Variante mehr auf. Noch mehr, ja. Also es war so, dass kein offensichtlicher falscher Zug oder total bescheuerter Zug drin war, sondern vielleicht mehrere nicht ganz optimale Züge. Okay. Gerade durch dieses Endlos-Cycle, das mag zwar super aussehen, aber da fehlt dann am Schluss wieder die Luft, da fehlt die Substanz. Und aber ja, man kann sagen, eine Regel wurde dann entsprechend nicht bestätigt. Das ist nämlich, dass die Weißen immer gewinnen. Wenn die Weißen nämlich nicht mitspielen, gewinnen sie auch gar nicht. Richtig. Und lieber Rüdiger, Gruß an dieser Stelle aus dem tiefsten Schwarzwald. Ist ganz klar, dass hier die schwarze Fraktion gewinnt und auch episch gewinnen kann. Also akzeptier endlich, dass es nicht an dem Spiel liegt, sondern an dir, wenn du nicht gewinnst. Ui, ui, ui. Große Worte. Aber ja. Skies hat wirklich einen Rekord gebrochen heute. Das muss man sagen. Wir müssen das anmelden für das Guinness Buch der Rekorde. Die schnellste Scythe-Party bei uns. So will ich das nicht sagen, sondern ich würde sagen, verbrauchtes Spielmaterial pro Stunde. Das ist es dann bei 10 Kilo. Ja, ungefähr. Das hat zwar 7,5 Kilo, aber das war in einer Dreiviertelstunde fertig. Richtig. Also. Und da kommt mein Mitspieler, der steht jetzt gerade hinter der Kamera. Vielleicht winkt er mal rein, mal sehen. Wir haben in 47 Minuten tatsächlich Scythe gespielt. Ich glaube nicht, dass es dein Mitspieler war, das war dein Gegenspieler. Mein Gegenspieler, mein gegnerischer Mitspieler. Ich sage nur, so wie ich gespielt habe, war ich sein Mitspieler.
Jetzt muss ich jetzt. Das ist ja fast, fast ein schlechtes Gewissen, aber nur fast. Ja. Skyo hat uns den ganzen Tag begleitet, auch mich immer mal wieder zwischendurch. Und dann haben wir euch Nachmittag ein Spiel auf den Tisch gebracht. Das habe ich schon irgendwo ewig auf dem Schirm, dass ich es mal spielen möchte. Ja. Bin froh, dass Dimi es dabei hat und dass wir es endlich mal gespielt haben. Five Tribes. Ein schönes Spiel für Grübler. Analyse, Paralyse vom Feinsten. Ja. Mit Möglichkeiten über Möglichkeiten, wie man seine Arbeiter wieder verteilt, wenn man sie aufgenommen hat. Weil wir nehmen ja immer wieder Arbeiter auf und verteilen die. Wenn das Feld dann leer ist, auf dem wir sind, und die Farbe, in der wir ankommen, runternehmen, dann dürfen wir da noch unser Kamel setzen. Das bringt uns am Ende wieder Siegpunkte. Und ich bin die ganze Zeit in diesem Spiel auf diese Ressourcenkarten gegangen, weil man dafür Ressourcen setzt, entsprechend Siegpunkte bekommt. Und lustigerweise hat sich ausgezahlt, dass das am Schluss, weil mir zu wenig meine Kontrahenten da an Karren gefahren sind, eine super Siegstrategie war tatsächlich. Ja, ja. Hervorragend, ja. Und dann gerade eben, was hast du da eigentlich gespielt? Ich habe gerade eben gespielt, genau. Gerade eben gespielt und episch verloren, muss man auch sagen. Da habe ich noch The Sanctuary gespielt. Was wir ja natürlich auch im Video, vielleicht kann der Benny das oben einblenden, schon erklärt haben dabei, The Sanctuary, wo es darum geht, Tiere, bedrohte Tierarten zu pflegen, gesund zu pflegen wieder und neu aufzubauen. Und im Wesentlichen geht es, wie in jedem Eurogame auch, darum, Siegpunkte zu sammeln. Ganz einfach dabei. Und da habe ich, muss ich sagen, zwei Leuten das erklärt und habe episch verloren. Da hast du es so gut erklärt, ja, dass es anhand deiner Erklärung besser gespielt haben als du selbst. So muss man es sehen. Genau, so versuche ich das auch zu sehen. Das ist der perfekte Erklärer, der selber so mit den Mitspielern beschäftigt ist, dass er verliert. Nein, ich habe gesagt, ich habe denen auch hinterher erklärt, ich wollte sie erstmal anfixen und beim nächsten Mal ziehe ich es ab. Apropos anfixen. Ein verhältnismäßig kleines Spiel, ja, also nicht allzu groß, die Schachtel. Rock'n'Rodeo hat es geschafft, rein vom Thema und von der Aufmachung, so deine Frau ein bisschen anzulocken, anzufixen. Ist jetzt mitgespielt. Die Mercado, ne? Mercado hat auch mitgespielt, ja. Und ihr hat es auch gefallen. Obwohl dieses Spiel, für das, dass es so klein ist, erstens mal kommt ein Haufen Material mit. Das Ding ist voll. Schönes Material, liebevoll gestaltetes Material und es ist ein Brocken. Ihr denkt euch, schöne Aufmachung, das kann man schön spielen, schönes Familienspiel mit einem tollen Thema. Nein! Analyse, Paralyse, ein Wolf im Schafspelz, bis ihr euren Campingplatz geplant habt, dass die anreisenden Festivalgäste Freitag, Samstag, Sonntag alle glücklich sind. Da gehen schon mal eine viertelhalbe Stunde rum. Das Tolle dabei ist, ihr merkt es gar nicht, weil alle machen das. Ich habe nicht mitgespielt, aber ich habe eines mitbekommen dabei. Wenn man zu viel Hygiene hat, dann sind alle Metallica-Fans weg. Also es ist ich werde es auf jeden Fall noch mit einer Regelerklärung auf dem Kanal vorstellen. Es ist ein Spiel mit viel Liebe zum Detail, wirklich ganz knuffig gestaltet, auch mit dem Flavortext, da passt einfach alles. Da fühlt man sich richtig schön reinversetzt. Und der Spieler, der es gewonnen hat, hat einen ziemlich epischen Sieg hingelegt. Also bei mir lief es von Anfang an irgendwie nicht gut, aber so ist es halt ab und zu. Mein Festival war halt bloß mittelmäßig gut. Zwar zweitplatzierter, aber gut abgeschlagen. Ich habe dann noch ein Spiel zwischendurch noch gespielt vor dem Grillen, was wir da gemacht haben. Wir waren heute auch selbstverständlich natürlich auch spazieren bei dem tollen Wetter, muss man natürlich auch mal machen. Und haben auch gegrillt. Und dazwischen habe ich noch ein kleines Spiel gespielt, Pyramids. Pyramids habe ich auch schon erklärt in den Geox Gameplay Games. Vielleicht kann der Benny das oben einblenden. Sehr schönes kleines Spiel. Spielt im alten Ägypten, wo man eine Pyramide baut. In 10 Runden ist das Spiel gegessen. Man nimmt sich immer zwei Karten, muss die anbauen. Entweder immer eine Karte auf jeden Fall an die Pyramide, eine Karte eventuell an den Obelisken oder auch sogar an den in die Grabkammer legen. Und hinterher zählen Mehrheiten, Farbmehrheiten.
Ja. Das ist das im Wesentlichen zusammengefasst. Regelerklärung, wie gesagt, könnt ihr nachschauen. Sehr schönes kleines Spiel. Mich hat es begeistert, ist jetzt nicht so, dass man es immer spielen muss, aber zwischendurch kann man es gut rausholen. Ich glaube, man sieht auch, wir haben einen guten Mix jetzt gehabt über den Tag. Wir haben eigentlich außer Skyo gar nichts zusammengespielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, das stimmt, ja. Auch am Kickertisch habe ich mit dem Jochen alleine gestanden, genau. Das ja. Können wir vielleicht auch noch mal zu mehreren machen. Wir haben kooperativ gegrillt. Kooperativ gegrillt, genau. Ja, also Heavy Grilling gemacht, genau. Heavy. Genau, für die Heavy Metal Fans. Heavy Barbecue. Die ohne Hygiene, die Heavy Metal Fans, ja. Unter uns. Also an sich hatten wir heute wieder eine schöne Vielfalt auf dem Tisch. Guck mal gucken, was wir jetzt noch, wenn die Kamera aus ist, auf den Tisch bringen. Ja. Noch ein, zwei kleine Absacker. Mit reinwandern, da informieren wir euch. Eine Party für Odin vielleicht. Genau, eine Party für Odin statt ein Fest. Wir informieren euch auf jeden Fall dann morgen noch, das holen wir natürlich nach. Ansonsten war es das von uns. Tagebucheintrag, Tag 2 aus dem tiefsten Schwarzwald ohne Handyempfang. Ja, wobei es gibt seit neuestem WLAN und man kann tatsächlich auch, wir haben es nachgewiesen mit dem gestrigen Video, man kann tatsächlich auch Dinge hochladen. Man braucht da nur ewige Zeiten, deswegen wissen wir nicht genau, wann euch unsere Nachrichten aus dem tiefen Schwarzwald erreichen. Wir hoffen natürlich, wenn ihr dieses Video seht, ist Sonntag nach der Zeitumstellung, vielleicht schon irgendwann Sonntagvormittag. Wir geben unser Bestes, gucken, was die Leitung hergibt und spielen jetzt noch ein bisschen. Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Spielen, macht's gut und nicht eine vergessen. Tolle Zeitumstellung und Daumen hoch, Abo da lassen, ganz genau, und Kommentare da lassen, was gefällt euch, was sollen wir hier noch spielen, weil wir müssen eigentlich müssen wir mal Fotos einblenden hier von, haben wir das gemacht? Wir machen das anders, morgen gehen wir einfach mal her, im Rückblick morgen türmen wir mal die Spiele auf, die wir alle da haben, Unseren Pile of Shame von diesem Wochenende, da könnten wir wahrscheinlich ein ganzes Zimmer füllen, weil wir haben so viele Spiele dabei, die können wir gar nicht spielen. Ich zähle 4 Klappboxen, Wäschekorb, zusätzlicher Korb, diverse Stapel hier im Raum verteilt, also an Auswahl mangelt es uns wahrlich nicht. Definitiv nicht. Und jetzt, so muss es auch sein. Würde ich sagen, zurück an den Spieletisch, macht's gut und bis bald. Bis bald. Tschüss.